Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe mir gedacht, dass ich mein kleines Update-Video zu meinem KVK mache, da sich in der letzten Woche doch einiges getan hat. In weniger als 15 Stunden werden wir hier auch die ersten Kämpfe um den Pass haben. Dementsprechend wollte ich mal zeigen, wie weit ich nun mit meiner KVK-Tech bin und wie viele Kills ich gemacht habe und ob sich einiges bei meinem Kommandanten noch getan hat. Wir hatten bisher nur 3 Kämpfe hier bei den Quellen des Ra's. Die ersten 2 Kämpfe konnten wir für uns entscheiden und haben die Ehrenpunkte hier bei dem Gebäude bekommen. Nach der Einnahme, der dritte Kampf lief unentschieden, sprich weder wir als Bündnis konnten die Quellen des Ra's einnehmen, noch unsere Gegner. Zu 2 dieser Kämpfen konnte ich auch teilnehmen, beim dritten Kampf bzw. beim zweiten Kampf, wo wir auch Ehrenpunkte erhalten hatten. War ich leider nicht da, da musste ich leider arbeiten. Dementsprechend hat sich auch bei meinen Kills mittlerweile ein bisschen was getan. Und das würde ich euch jetzt auch direkt mal zeigen. Bei Kreuzrittererfolgen findet man das immer ganz gut. Und zwar seht ihr hier, dass ich mittlerweile 1,7 Millionen Einheiten schwer verletzt habe. Meine Killpunkte sind dementsprechend auch höher als beim ersten Video. 691 mittlerweile. Und vor allem meine T5-Kills sind jetzt natürlich gestiegen. Die Kills gingen überwiegend oder gingen ausschließlich an Xiangyu und Wilhelm sowie an Alexander und Johanna. Das waren meine 2 Märsche, mit denen ich den Ruin gekämpft habe. Soweit zu den Kills. Jetzt zeige ich euch einmal meine KVK-Tech, was sich da mittlerweile getan hat. Also hier hinten hatte ich ja bereits beim letzten Mal alles Max. Genauso wie die geschickte Operation. Mittlerweile habe ich hier sehr viel mehr Angriff für die Kavallerie. Ich werde ja 3 Kaff-Märsche spielen, dementsprechend lohnt sich das extrem, dort die Prozente für Kaff mitzunehmen, da sie dann für 3 Märsche insgesamt zählen. Aktuell mache ich die Angriffsformation hoch, da ich ja mittlerweile mit 5 Märschen dann kämpfen kann und nur nicht nur mit 2 Kaff-Märschen. Genau, schnelles Maschinen habe ich auch ein bisschen. Und hier hinten haben wir auch nochmal ein bisschen Tech, also Ruf zu den Waffen, habe ich mittlerweile 4% Truppenkapazität zusätzlich. Und hier habe ich auch nochmal einiges an Kaff-Angriff erforscht. Aber wie ihr sehen könnt, sind meine Prozente bei Infanterie und Bogenschützen noch sehr gering. Da habe ich bisher nichts forschen können. Gut, ich kann auch euch nochmal die Staffelstrategien eben mal zeigen. Hatte ich auch schon bei den ersten Videos erklärt, also Aggression, scharfe Klingen und Präzision waren ja die ersten Fähigkeiten, die ich genommen hatte. Und mittlerweile konnte ich noch Sparsamkeit und himmlischer Segen nutzen. Gut, und jetzt möchte ich euch eben nochmal schnell meine Kampfmärsche zeigen, die ich dann jetzt bei der Zone nutzen werde. Und zwar mein erster Marsch ist Xiangyu Wilhelm. Wie ihr sehen könnt, spiele ich nicht nur T5, sondern ich spiele dann ein Mix aus T5 und T4. Mit Erweiterungen und so weiter werden dann auch die T4 deutlich höher sein. Also ich spiele insgesamt 150.000 T5 Kaff in dem Fall. Und bei Nessie und Johanna genau dasselbe, spiele ich 150.000 T5 Kaff. An der Seite sieht ja auch übrigens nochmal eingeblendet, wie die Prozente von meiner Ausrüstung, von meinen Aufrüstungen ist. Und hier, wie ihr sehen könnt, hat sich ja doch nochmal einiges getan. Einiges. Ich habe einen Teil geschmiedet. Und zwar habe ich die Kaff-Set-Schuhe noch schmieden können. Was den Marsch natürlich deutlich besser macht. Dann haben wir meinen Saladin-Ethel-Marsch. Wie ihr sehen könnt, hier habe ich gar keine T5-Truppen drin. Der Marsch ist einfach aus meiner Sicht zu schlecht, dass ich da die wertvollen T5-Truppen reintun möchte. Mit T4 trade ich dann in der Regel besser. Und kriegt nicht so viele Truppen, T5-Truppen ins Lazar reingedrückt. Dann haben wir meinen Infanteriemarsch.
Der Skippy Alex Marsch, mein Skippy ist auch nicht auf Expertise, das hatte ich glaube beim ersten Video gar nicht erwähnt. Genau, auch hier habe ich nur 100.000 T5 reingetan, einfach weil meine Forschung bei Infanterie und bei Bogenschützen dann auch, werdet ihr gleich sehen, nicht so hoch ist. Bei habe ich hier mal auf 100.000 runtergeschraubt, nicht wie bei den Kampfmärschen auf 150.000 die Truppen hochgemacht. Und bei den Bogenschützen, wie gesagt, genau dasselbe. Auch hier nochmal 100.000 T5 und der Rest wird dann T4 sein. Genau. Bei der Aufrüstung hat sich auch einiges nochmal getan gehabt, wie ihr sehen könnt. Dann bin ich auch mit dem Account schon fertig und wir gehen mal rüber zum Gartenhorst und schauen mal, was sich da gemacht hat und wie viele Kills ich dort in den zwei Altären-Kämpfen mir erfahren konnte. Auch hier nochmal die Kills, die ich bisher gemacht habe. Hier sind sie. Also nur 264.000. Ist sehr, sehr wenig im Vergleich zu dem, was ich halt beim Prof geschafft habe. Aber wie gesagt, das ist immer ein bisschen problematisch bei dem Account mit dem Spielen. Und hier auch nochmal die Kill-Statistik und meine Kill-Punkte. Ist etwas hochgegangen, aber halt nicht nennenswert. Meine KVK-Tag bei diesem Account ist ähnlich wie bei der anderen. Ne, wir haben hier hinten wieder alles Max. Und dann ab hier Angriffsformation ist noch sehr weit unten. Dafür meine Infanterieprozente sind schon sehr weit oben hier an der Stelle. Und Ruf zu den Waffen und gehärtete Klingen haben wir hier bald auf 6. Und da sind wir erst auf 3. Ja, zu meinen Staffelstrategien. Genau dasselbe Bild wie beim Prof. Und bei den Kämpfen jetzt um den Pass möchte ich eigentlich vor allem hier Truppen töten, indem ich sie halt in die Garnison schicken und in die Rallye schicke. Ich werde eigentlich nicht viel mit dem Account Open Field spielen, denke ich, weil es einfach schwierig ist, mit zwei Accounts gleichzeitig Open 4 zu spielen, vor allem wenn eines der Geräte halt nicht besonders flüssig läuft. Genau, und jetzt auch schon zu meinen Kommandanten. Hier hat sich doch ein bisschen was getan. Ich zeige euch mal die Märsche, wie ich hier das spielen werde. Also wir haben einmal Guan Yu mit Leonidas. Leonidas nur 5511. Ihr seht auch hier nochmal eingeblendet, was für Ausrüstung und Aufrüstung ich haben werde. Der Account hat nur T4. Von daher nichts Spannendes da zu sagen. Dann haben wir Harald und Alex. Da habe ich doch nochmal einen Teil schmieden können. Ich werde euch das jetzt mal kurz einblenden. Und zwar habe ich den Helm, den Infanteriehelm Z-Helm geschmiedet und habe dafür eben noch ein paar Hämmerchen eingesetzt bei dem Event, um die letzten Teile für den Helm zu bekommen. Also da hat sich noch mal ein bisschen was getan. Genau, dann haben wir meinen Charles Scipio. Der Charles Scipio ist jetzt kein besonders guter Marsch, aber dadurch kann ich halt 5 Märsche insgesamt spielen. Und Equipment seht ihr. Aufrüstung hatte ich komischerweise bei der Carré-Formation extrem viel Glück, deswegen nutze ich jetzt die statt der Keil-Formation. Dann haben wir Boudica YSG. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich nur Bogenschützen spielen werde oder doch Mixed, um die eine Fähigkeit von ET hier zu nutzen. Wenn man hier, ja. Wenn die von diesem Kommandanten angeführten Truppen aus 3 oder mehr unterschiedlicher Truppenarten bestehen, erhalten die Truppen einen um 20% erhöhten Angriff. Das Problem ist nur, wenn man halt Infanterie mit reintut oder Siege mit reintut, ist halt das Marschtempo deutlich niedriger. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber so würde dann dieser Marsch aussehen. Und als letztes haben wir den Nevsky mit Mehmet. Bei Mehmet ist 5514. Und das Equipment sieht auch relativ gut aus. Gut, das wäre es auch schon zu meinem kleinen Update zu meinem KVK. Na, ich bin gespannt, wie die Kämpfe hier um den Pass laufen werden. Wir und die Gegner haben sich halt alle
einbarrikadiert hier mit einigen Festungen. Wird also ein bisschen dauern, bis wir oder die Gegner bei dem anderen, bei dem einen oder anderen halt durchkommen. Ich freue mich auch schon auf die Kämpfe, um meinen Kills ein bisschen zu erhöhen, weil da muss doch noch einiges gemacht werden. Und dann sehen wir uns vielleicht in einem nächsten Update-Video, wo ich dann euch zeige, wie die Kämpfe hier gelaufen sind und euch ein Feedback dazu geben werde. Genau, ansonsten lasst euch nicht neuen. Wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn es wieder heißt.